Wir suchen hier einen ganz speziellen geometrischen Ort. Angegeben werden ein Punkt F und eine Gerade D. Wir suchen den geometrischen Ort aller Punkte, die von der angegebenen Geraden genauso weit entfernt liegen wie von diesem angegebenen Punkt F. Natürlich, wenn wir hier diese Strecke zeichnen, die den Punkt F enthält und die senkrecht zu D ist, und dann den Mittelpunkt dieser Strecke konstruieren, dann haben wir selbstverständlich einen Punkt von dem geometrischen Ort, denn dieser Punkt ist genauso weit von F wie von D entfernt. Wir wählen jetzt eine gewisse Distanz, hier von T bis R, und konstruieren alle Punkte, die genau so weit von F entfernt liegen. Die bilden selbstverständlich den Kreis mit Zentrum F und Radius TR. Alle Punkte, die auch genau so weit von dieser Geraden D entfernt liegen, liegen selbstverständlich auf diesen zwei Parallelen. Wir können das hier schön erkennen. Der Abstand zwischen der angegebenen Geraden und dieser Parallele ist effektiv die Länge von T bis R. Dieser Abstand hier ebenfalls. Und dieser angegebene Abstand ist auch der Radius von diesem Kreis. Wenn wir jetzt also die Schnittpunkte von dem Kreis und dieser Geraden konstruieren, so, dann erhalten wir hier zwei Punkte, die genauso weit von F wie von D entfernt liegen. So schön gekennzeichnet. Dieser Punkt hat ebenfalls diese Eigenschaft. Der Kreis schneidet die Gerade auf der linken Seite hier nicht. Gut, machen wir das jetzt mal alles weg. So und auch noch so. Wir haben schon drei Punkte vom gesuchten geometrischen Ort. Wir werden jetzt weiterhin so vorgehen. Wir wählen einen gewissen Radius und konstruieren alle Punkte, die genau so weit von dem Punkt F entfernt sind. Das sind alle Punkte, die sich auf dieser Kreislinie befinden. Jetzt konstruieren wir alle Punkte, die genau so weit von D entfernt sind. Diese Punkte liegen auf einer dieser zwei Parallelen. Jetzt konstruieren wir die Schnittpunkte von dieser Geraden mit diesem Kreis, so, und dieser Punkt ist genauso weit von F wie von D entfernt, der Punkt da unten ebenfalls. Also können wir jetzt die Parallelen und den Kreis wieder wegnehmen, nehmen einen anderen Radius, dementsprechend diese zwei Parallelen, Schnittpunkte da und da, und jetzt löschen wir Kreis und Parallelen wieder. Machen wir es nochmal. Kreis, entsprechende zwei Parallelen, Schnittpunkte. Jetzt haben wir wieder zwei Punkte des geometrischen Ortes erhalten. Diese Parallele auf der linken Seite von D, die wird solch einen Kreis niemals schneiden. Also brauchen wir die nicht mehr zu konstruieren. Übrigens, wenn man den Radius zu klein nimmt, dann schneidet der Kreis die zwei Parallelen gar nicht. Also wählen wir wieder einen größeren Radius, die entsprechende Parallele auf der rechten Seite von D, Schnittpunkte, Kreis und Gerade weg. Nochmal, Kreis, Gerade, Schnittpunkte, Kreis, Gerade weg und so weiter. So erhalten wir jede Menge Punkte vom gesuchten geometrischen Ort und stellen fest, dass die sich alle auf dieser Linie hier befinden. Wir erkennen selbstverständlich diese Art Linie. Man definiert sie als Parabel. Eine Parabel P ist also der geometrische Ort der Punkte, die von einer angegebenen Geraden klein d und von einem angegebenen Punkt groß f gleich weit entfernt sind. Selbstverständlich hat diese Parabel ihre Symmetrieachse horizontal. Und jetzt definieren wir noch Brennpunkt, Leitgerade und Parabelparameter. Der angegebene Punkt F, der wird Brennpunkt der Parabel genannt. Warum?
Stellen wir uns vor, das hier wäre ein Parabolspiegel. Jeder Lichtstrahl, der parallel zur Symmetrieachse verläuft und auf diesen Spiegel trifft, wird automatisch reflektiert, und zwar so, dass er durch diesen Punkt geht. Dieser Lichtstrahl hier auch, der ist parallel zur Symmetrieachse, trifft hier auf den Spiegel, der wird reflektiert, und zwar so, dass er durch diesen Punkt F geht. Alle Lichtstrahlen, die parallel zur Symmetrieachse auf diesen Parabolspiegel treffen, werden so reflektiert, dass sie alle den Punkt F enthalten. Deshalb nennt man diesen Punkt F den Brennpunkt. Der Effekt ist ähnlich wie bei einer Lupe. Wenn die Sonnenstrahlen durch eine Lupe gehen, treffen sie alle auf einen selben Punkt, F, Brennpunkt der Lupe. Und genau an diesem Punkt kann man dann sehr leicht ein Feuer anzünden. Deshalb nennt man diesen Punkt Brennpunkt. Übrigens, alle Lichtstrahlen, die von einem Brennpunkt ausgehen, die werden auch durch den Parabolspiegel so reflektiert, dass sie parallel zu der Symmetrieachse der Parabel verlaufen. Und genau diesen Effekt hat man zum Beispiel bei diesem schönen Auto hier an den Lampen benutzt. Die Lampen von dieser Ente, so nennt man solch ein Auto, die bestehen aus lauter Parabolen, die man um diese Achse gedreht hat. So erhält man einen Revolutionsparaboloiden. Und die Glühbirne der Lampe, die wird genau im Brennpunkt gesetzt, so, dass die Lichtstrahlen, die vom Brennpunkt ausgehen und auf den Parabolspiegel treffen, sich alle parallel zur Symmetrieachse reflektieren. Nehmen wir jetzt all diese Lichtstrahlen weg, auch die Symmetrieachse brauchen wir im Moment nicht mehr. Die angegebene Gerade D, die wird Leitgerade der Parabel genannt. Warum? Wenn man die Richtung von dieser Geraden D verändert, dann verändert automatisch auch die Parabel dementsprechend mit. Deshalb sagt man, diese Gerade D sei die Leitgerade von dieser Parabel. Am Anfang wurden der Brennpunkt und die Leitgerade der Parabel angegeben. Also wurde automatisch auch dieser Abstand zwischen F und D angegeben. Diesen Abstand nennt man den Parabelparameter. Wir bezeichnen ihn hier mit klein p. Und dank dieses Schiebereglers können wir schön erkennen, wie die Parabel sich verändert, wenn man diesen Parameter p verändert. Jetzt möchten wir herausfinden, wie man die kartesische Gleichung von solch einer Parabel in einem Bezugssystem erstellt. Genau das werden wir hier machen. Angegeben werden also wieder Brennpunkt, Leitgerade und Parabelparameter. Die Parabel besteht aus lauter Punkten, die genauso weit von f wie von d entfernt liegen. Und wir kennen auch die Form solch einer Parabel. Jetzt wählen wir das Bezugssystem. Zuerst einmal den Ursprung O. Den wählen wir genau hier in der Mitte von dieser roten Strecke. So. Und jetzt dürfen wir noch die Achsen wählen. Wir wählen die Achsen so, dass die X-Achse die Gerade OF ist und die Y-Achse senkrecht zur X-Achse ist und selbstverständlich den Punkt O enthält. In diesem Bezugssystem hat der Punkt P als Koordinate allgemein x, y. Dieser Punkt F hat selbstverständlich als Abszisse von da bis da P halbe, weil wir O ja in der Mitte dieser roten Strecke gewählt haben, und die Ordinate von F, das ist 0. Drücken wir jetzt aus, dass dieser Punkt zu dieser Parabel gehört. Der Punkt P gehört zur Parabel P dann und genau dann, wenn der Abstand zwischen P und F genau derselbe ist wie der Abstand zwischen P und dieser Geraden D. So. Dieser Abstand zwischen P und der Geraden D,
Das ist derselbe Abstand wie der Abstand zwischen P und diesem Punkt. Nennen wir diesen Punkt P'. Und jetzt brauchen wir noch die Koordinate von P'. Die Abszisse ist selbstverständlich minus P halbe und die Ordinate ist genau dieselbe wie die Ordinate von P. Also hat P' als Koordinate minus P halbe y. Ein Punkt P gehört also zur Parabel dann und genau dann, wenn der Abstand zwischen P und P' genau derselbe ist wie der Abstand zwischen P und F. So. Jetzt haben wir hier Abstände jeweils zwischen zwei Punkten. Die entsprechende Formel, um den Abstand zwischen zwei Punkten zu berechnen, ist diese hier. Wenn zwei Punkte A und B angegeben werden anhand ihrer Koordinaten, dann kann man den Abstand zwischen A und B so berechnen. Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat, das Ganze unter der Quadratwurzel. Wir sehen hier drin selbstverständlich den Satz des Pythagoras versteckt. Wenden wir jetzt diese Formel an für den Abstand zwischen P und P' und dann noch für den Abstand zwischen P und F. Für P und P'. Zuerst einmal rechnen wir die Differenz der Abszisse. Die Abszissen für P und P' sind x und minus p halbe. Also rechnen wir x minus minus p halbe im Quadrat. Die Ordinaten, das sind y und y, also rechnen wir y minus y im Quadrat. Wir addieren die beiden Quadrate und rechnen davon die Quadratwurzel. Genau dasselbe machen wir hier für pf. Schreiben wir schon mal für pp' auf. Nochmal. Abstand zwischen p und p', das ist die Quadratwurzel von der Summe zweier Quadrate, Pythagoras. Hier steht die Differenz der Abszissen, also x minus minus p halbe, das heißt x plus p halbe. Hier steht die Differenz der Ordinaten, also y minus y. Daher der linke Teil dieser Gleichheit. Jetzt rechts. Das ist dieselbe Formel für die Distanz zwischen P und F. Die Abszissen sind x und p halbe, also schreiben wir da x minus p halbe. Und die Ordinaten sind y und 0, also schreiben wir da y und 0. Die Formel brauchen wir nicht mehr. Wir erheben jetzt beide Seiten im Quadrat. So sind die Quadratwurzeln weg und rechnen das Ganze hier aus. Hier, binomische Formel, a plus b Quadrat, das macht a Quadrat plus b Quadrat plus 2ab. Hier rechnen wir keine binomische Formel, denn y minus y, das macht 0, im Quadrat bleibt 0. Rechts, a minus b Quadrat, das macht a Quadrat plus b Quadrat minus 2ab. Und hier rechnen wir wieder nicht mit binomischer Formel, denn y minus 0, das macht y, im Quadrat ergibt y Quadrat. Jetzt schauen wir diese Gleichung genauestens an. Das Ist-Zeichen steht da. Links vom Ist-Zeichen steht x Quadrat, rechts aber auch. Also können wir die beiden schon mal streichen. X Quadrat ist weg, x Quadrat ist weg. Genau dasselbe für diesen Bruch. P Quadrat Viertel, P Quadrat Viertel. Auch die dürfen wir streichen. So bleibt also nur noch das da übrig. Dieses minus bx setzen wir jetzt links rüber und erhalten somit diese Gleichung, die wir sofort als Parabelgleichung festhalten. Also in einem so gewählten Bezugssystem hat solch eine Parabel als kartesische Gleichung diese einfache hier, y hoch 2 gleich 2px, wo p dieser Parabel Parameter darstellt. Machen wir jetzt hier die Koordinaten mal weg, schalten einen Greifer ein. Ich werde jetzt diese Parabel
um 90 Grad um den Punkt O drehen. Und zwar so. So erkennen wir, so, nee, noch nicht ganz. So schön. So erkennen wir unsere altbekannte Parabel, Funktion zweiten Grades. Schauen wir mal, wenn wir hier diese Parabel um 90 Grad gedreht haben, dann haben wir eigentlich die Rollen von x und y vertauscht. Was also heißt, diese Parabel hat dann als Gleichung x² gleich 2py. Wir nehmen diese Gleichung, vertauschen die Rollen von x und y und erhalten so x² gleich 2py. Die stellen wir noch ein bisschen um, indem wir durch 2p teilen. Und so erkennen wir unsere alte Parabel y gleich eine Zahl a, hier 1 auf 2p, mal x². Die grafische Darstellung einer Funktion zweiten Grades ist also nichts anderes als der geometrische Ort aller Punkte, die gleich weit von einem angegebenen Punkt wie von einer angegebenen Geraden liegen. Diesen geometrischen Ort Parabel werden wir jetzt noch etwas genauer untersuchen. Angegeben werden ursprünglich Brennpunkt F und Leitgerade D. Die Parabel P ist der geometrische Ort aller Punkte, die genauso weit von F wie von D entfernt liegen. Nehmen wir solch einen Parabelpunkt und nennen seine Koordinate MN. Dieser Punkt gehört zu dieser Parabel. Also muss seine Koordinate die Parabelgleichung erfüllen. Halten wir das schon mal fest, der Punkt P mit Koordinate MN gehört zur Parabel, dann und genau dann, wenn diese Koordinate die Parabelgleichung erfüllt. Die Abszisse x ersetzen wir durch m, die Ordinate y ersetzen wir durch n. Jetzt setzen wir das Quadrat noch rechts rüber, das wird dann dazu plus minus Quadratwurzel. Wir werden hier die kartesische Gleichung der Tangenten zur Parabel an diesem Parabelpunkt bestimmen. Dazu brauchen wir die Definition einer Tangente. Aber wir kennen nur die Definition einer Tangenten für eine Funktion. Die gesamte Parabel ist aber keine Funktion. Schauen wir uns nochmal unsere Definition an. Wenn eine Funktion f ableitbar ist an einer Zahl a, dann ist die Gerade klein t mit dieser kartesischen Gleichung y minus f von a gleich f' von a mal x minus a die Tangente zum Graphen dieser Funktion f am Graphenpunkt mit Koordinate a f von a. Das ist aber keine Funktion. Eine Parabel besteht aber aus zwei Funktionen. Und zwar finden wir die, indem wir mit der Parabelgleichung starten und die nach y auflösen, ähnlich wie wir das hier für den Punkt P schon gemacht hatten. Das Quadrat setzen wir rüber, das wird dann so plus minus dieser Quadratwurzel. Und hier sehen wir ganz deutlich zwei Funktionen. F1 von x, das ist plus diese Quadratwurzel und f2 von x, das ist minus diese Quadratwurzel. Diese grüne Funktion werden wir hier darstellen. Das ist selbstverständlich der grüne obere Teil von der Parabel. Das ist effektiv der Graph einer Funktion. Und die rote Funktion, für die rote Funktion sind alle y-Werte streng negativ. Also kann das nur der untere Teil dieser Parabel sein. Jetzt haben wir zwei Funktionen und können somit jeweils die Tangente an einem Parabelpunkt bestimmen. Wir müssen die Funktion dazu ableiten. Eigentlich, wir müssen die Funktionen dazu ableiten. Wir leiten sie beide zusammen gleichzeitig ab. Die zwei Funktionen bestehen aus plus minus diese Quadratwurzel. Und die Ableitung einer Quadratwurzel findet man sehr schnell als Bruch von Zähler, das ist die Ableitung vom Radikanten, die Ableitung von 2px, das macht 2p.
Und der Nenner ist zweimal die Wurzel, so wie sie da stand. Wir suchen aber f' von der Abszisse des Grafikpunktes. Also suchen wir f' von m. Das ist die Abszisse von dem Grafikpunkt. Deshalb f' von m, das macht dann plus minus p geteilt durch Quadratwurzel von 2pm. Aber dieses plus minus könnte man nach unten setzen und dann steht hier unten plus minus Quadratwurzel von 2pm. Plus minus Quadratwurzel von 2pm, das ist die Zahl n, weil der Punkt mit Koordinate mn ja zur Parabel gehört. Also dürfen wir hier plus minus Quadratwurzel ersetzen durch n. Jetzt können wir diese Gleichung aufstellen, die Tangente an diesem Punkt mit Koordinate mn ist also die Gerade mit dieser kartesischen Gleichung. Y minus Ordinate, hier n, gleich f' von der Abszisse, hier also p auf n, mal x minus die Abszisse selbst, also mal x minus m. Somit erhalten wir diese kartesische Gleichung für diese Tangente. Die Definition brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir werden jetzt diese kartesische Gleichung etwas vereinfachen. Und zwar setzen wir n links rüber, da wird das multiplizieren. Dann steht hier links n mal y minus n Quadrat. Und das p, das rechts bleibt, wird auf diese Klammer verteilt. So führt das zu px minus pm. Aber diese Zahl n Quadrat ist genau dasselbe wie 2pm, weil der Punkt p ja zur Parabel gehört. Also dürfen wir hier n Quadrat ersetzen durch 2pm. Und jetzt setzen wir dieses minus 2pm noch rechts rüber. Dann steht rechts minus pm plus 2pm, das macht plus 1pm. Und somit haben wir die kartesische Gleichung der Tangenten zu dieser Parabel, an diesem Parabelpunkt, gefunden. Übrigens, es gibt einen schönen kleinen Trick, um diese kartesische Gleichung wiederzufinden, wenn man sie vergessen hat. Dann geht man wie folgt vor. Man nehme die Parabelgleichung, so, und schreibe die ein bisschen um, so dass man den Buchstaben x zweimal sieht und auch den Buchstaben y zweimal sieht. Für y ist das kein Problem, weil y² ist y mal y. Hier, gut, da steht 2px. Wir können also schreiben px plus px. So, wir haben die Parabelgleichung umgeschrieben, so dass man y zweimal sieht und x auch zweimal sieht. Eins der beiden x ersetzt man durch die Abszisse m. Und eins der beiden y ersetzt man durch die Ordinate n. Machen wir das, ist gemacht. Und so erhalten wir effektiv die kartesische Gleichung der Tangente. Es folgen noch zwei Bemerkungen. Erste Bemerkung. Wenn man die Tangente klein t mit der x-Achse schneide, das heißt, wenn man in der Tangentengleichung y gleich 0 setzt, dann findet man automatisch, dass die Abszisse x minus m sein muss. Was also bedeutet, dass die Tangente die x-Achse immer im Punkt minus m 0 schneidet, wo m die Abszisse von dem Punkt p ist. Also Schnittpunkt der Tangente mit der x-Achse, den erhält man immer, indem man diesen Punkt gegenüber dem Ursprung spiegelt. Das funktioniert selbstverständlich für egal welchen Parabelpunkt p. Der Schnittpunkt der Tangenten ist immer der Punkt s mit Koordinate minus m 0. Es folgt noch eine letzte Bemerkung zu dieser kartesischen Gleichung. Dazu mache ich hier mal Verschiedenes aus der Zeichnung weg. So, wir nehmen jetzt einen Punkt p mit Koordinate mn irgendwo außerhalb von dieser Parabel und konstruieren die zwei Tangenten zur Parabel, die den Punkt p enthalten. Nennen wir die zwei Berührungspunkte t1, t2
Und jetzt verbinden wir diese zwei Berührungspunkte T1, T2. Diese Gerade nennt man dann die Polare von diesem Punkt zur Parabel P. Also die Gerade T1, T2, das ist die Polare und der Punkt P selbst nennt man den Pol. Und seltsamerweise, um die kartesische Gleichung von dieser Polaren zu erstellen, kann man ganz einfach die von der Tangente nehmen, nur eben ist der Punkt P jetzt außerhalb der Parabel. Ganz egal, wo dieser Punkt P sich befindet, wir werden immer zwei Tangenten und die Polare konstruieren können. Und die kartesische Gleichung dieser Polaren ist genau dieselbe wie die kartesische Gleichung der Tangenten. Das kann man mathematisch selbstverständlich beweisen. Übrigens, wenn der Punkt sich der Parabel immer mehr nähert, dann wird die Polare sich immer mehr der Tangente nähern an einem Parabelpunkt. Nimmt man den Punkt P jetzt innerhalb der Parabel, dann gibt es gar keine Polare, weil es ja auch keine Tangenten gibt. Innerhalb nicht, außerhalb gibt es immer eine Polare.